Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal Hen96. Ja, es ist Länderspielpause, mal wieder Länderspielpause. Seit November braucht man anscheinend wieder eine Länderspielpause. Passt mir persönlich jetzt nicht, gerade weil 96 ja die letzten 2 Wochen sowieso nicht gespielt hat, wegen dem vermeintlichen Corona-Fall von Haraguchi. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute gibt es, wie alle 2 Tage ab jetzt, Hannover 96 News. Hannover 96 trainiert jetzt wieder fleißig die nächsten 2 Wochen. Und das ist gut so, damit sie sich den Trainingsrückstand aufarbeiten können und damit sie gegen den HSV spielen können. Eine erfreuliche Nachricht habe ich vorgestern Abend gehört, nachdem mein letztes Video rauskam. Linton Meiner ist wieder im Mannschaftstraining dabei, habe ich gelesen. Das finde ich richtig toll. Linton Meiner hatte eine Knieverletzung oder auch sogar eine Operation Anfang Januar und ist ungefähr seit Anfang November, soweit ich weiß, mit einem kurzzeitigen Comeback verletzt bei 96. Linton Meiner, super junger, super fitter, super guter Spieler, fit leider oft nicht, das tut mir leid, weil er einen sehr großen Mehrwert für die Mannschaft bringen könnte. Einer mit Tempo über die Außen, einer, der Hannover lebt, der sich reinsteigert in Hannover, der, wie gesagt, Hannover lebt, ist uns da weggebrochen. Ein Flügelspieler, der sehr gute Qualitäten für die zweite Liga durchaus hat. Dann war für Hannover 96, Entschuldigung, ein Test, ein Testspiel machen gegen Arminia Bielefeld. Ja, das wird leider nichts. Arminia Bielefeld möchte jetzt doch wieder gegen St. Pauli spielen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich weiß nur, dass Bielefelds Sportdirektor am Montag das mitgeteilt hat, beziehungsweise Sonntag oder glaube ich sogar Sonntagabend, dass das Risiko zu groß wäre wegen den Corona-Infizierten, obwohl es ja gar keiner ist. Vorsichtshalber will lieber Bielefeld gegen St. Pauli spielen. Meine Theorie ist jetzt, okay, ist ein bisschen abwegig, aber dass sie einfach nicht gegen Hannover verlieren wollten, deswegen haben sie sich St. Pauli ausgesucht. Nee, Spaß beiseite. Das ist für Kenan Kocak laut ihm eine Katastrophe, weil der ganze Trainingsplan auf ihn abgestellt war, auf das Testspiel abgestellt war. Und damit man nochmal einen Test bekommt nach den 4 Wochen Pause, also Spielpause. Ja, das findet auch nicht statt. Dann gibt es erfreuliche Fortschritte bei Timo Hübers. Timo Hübers ist seit ungefähr 4 Wochen verletzt. Der hat sich gegen Düsseldorf verletzt am 21.02.2021. Oberschenkelverletzung. Einen guten Fortschritt in der Reha macht er im Moment, laut Kenan Kocak, aber er ist noch längst nicht so weit, dass er irgendwie im Mannschaftstraining teilnehmen kann. Geschweige denn spielfit wäre gegen den HSV. Also, aber er macht Fortschritte, also da gehe ich mal von aus, dass er so in, weiß nicht, 2, maximal 3 Wochen wieder mitspielt. Die letzten 4, 5 Spiele wird er, denke ich, wieder spielen. Dann eine sehr auch erfreuliche Nachricht von heute. Michael Esser darf wieder trainieren. Michael Esser hatte keine Corona-Infektion, Entschuldigung, sondern in seinem familiären Umfeld hatte wer Corona und ist jetzt wieder aus der Quarantäne zurückgekehrt heute Morgen im Training und wird wahrscheinlich, laut Kenan Kocak, wird sich jetzt in den nächsten 2 Wochen natürlich wieder ans Tor praktisch gewöhnen, in Anführungszeichen, und wieder reinkommen und wird dann wohl gegen HSV, denke ich, in 10 Tagen wieder im Kasten stehen, am 4.4. Und dann noch eine Sache noch zur Nationalmannschaft, sei mir noch gestattet. Der Einzige, der bei der Nationalmannschaft ist, Jakob Biol, da haben wir eine Ausnahme gemacht. Die anderen, zum Beispiel Sulemani, Muslia, beide bei Kosovo und so weiter und noch ein Niklas Hult bei Schweden, werden nicht berufen für die jeweilige Nationalmannschaft, weil Kenan Kocak, ach, Gerhard Zuber, sich mit den einzelnen Verbänden auseinandergesetzt hat und gesagt hat, das macht jetzt keinen Sinn, wenn sie sofort aus der Quarantäne wegfliegen. Und das ergibt auch Sinn, ist auch besser für Hannover. Können sie mit dem fast kompletten Team, also außer die verletzten Spieler, trainieren die nächsten 2 Wochen. Das ist auf jeden Fall positiv. Aber einer fehlt, eine Ausnahme gibt es. Wie gesagt, Jäger Bio darf zur slowenischen Nationalmannschaft fahren, warum auch immer, die Hintergründe kenne ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, Jakob Biol ist jetzt schon seit Sonntag in Slowenien. Da spielen die 2 Spiele, meine ich, am Mittwoch, morgen Mittwoch und Sonntag. Die 2 Spiele wird er wahrscheinlich bestreiten. Dann das dritte Spiel nächste Woche, Dienstag oder Mittwoch, wird er nicht spielen. Das ist ein Kompromiss, sodass er dann nächste Woche wieder in Hannover ist und dann die eine Woche spielen kann, Training spielen kann und dass er dann gegen HSV am 4.4. fit ist. Und ja, das war's mit den 96 News. Jetzt seid ihr wieder auf dem, wenn ihr es nicht schon vorher seid, auf dem neuesten Fortschritt bei 96, auf dem neuesten Sprung. Also nochmal zusammengefasst, Linton Meiner ist wieder auf dem Platz. Kein Test gegen Bielefeld am Donnerstag wird ausfallen. Fortschritte bei Timo Hübers in der Reha. Michael Esser ist wieder fit, beziehungsweise aus der Quarantäne zurück. Und Jäger Bio ist der einzige Spieler, der aus der Nationalmannschaft
in der Nationalmannschaft spielt diese Woche bzw. nächste Woche. Und ja, das war's mit meinem Video. Habt noch eine schöne Woche, habt noch einen schönen Abend und tschüss.